Meine Damen und Herren, ehrbare Bürger der geweihten Stadt Novigrad, willkommen! Wir haben eine vortreffliche Komödie für euch. Sie heißt Die Erlösung des Dopplers. Die Darsteller Hexer Geralt als er selbst, Katharina als Königin, Leo Riebe als treuer Diener. Als Prinz seht ihr den Publikumsliebling fern und nah, Maxim Bollier. Und als Prinzessin die berühmte Künstlerin und Königin der Bühne, Irina Renard. Hoheit, der Schlächter der Monster spricht vor. Er kam, wie ihr wünschtet, und steht vor dem Tor. Ich muss mit ihm sprechen, drum nichts wie herein. Zuvor tränk ich allerdings gern etwas Wein. Hexer, dein Wirken ist wahrlich sehr wichtig. Monster sind an dieser Tafel nicht richtig. Halt darum Ausschau. Und kommt es, schlag zu! Dann trinken wir Brüderschaft und sagen du. Denn Monster zu töten, ja, das macht mir Spaß. Ich tue es daher ohne Sinn oder Maß. Der hirnlose Hexer geht uns auf den Leim. Ich leuchte ihm später noch anständig heim. Das Monster wird kommen. Der Hexer schlägt's tot. So bringen wir rasch wieder alles ins Lot. Doch ach, meine Kleine wird unglücklich sein. Ich schenk ihr was Schönes. Sie wird's schon verzeihen. Hier sind wir versammelt in edelster Rund. Zu Feiern der holden Verlobung zur Stund. Doch ach, kein Monster erspäh ich hier. Vielleicht trinkt's ja inmitten der Gäste ein Bier. Liebste, die Leidenschaft in unseren Herzen brennt schon seit Monaten heller als Kerzen. Heute ist Schluss damit. Werd meine Braut. Und dann wird dir ruckzuck die Unschuld geklaut. Oh, liebster mein, ja, wie wunderbar. Trinken wir darauf vorzüglichen Wein. Das Paar, es möge gesegnet sein. Oh nein, dieser Wein ist mit Silber versehen. Wie ekelhaft! Auf den Abort muss ich gehen. Potzblitz, der Prinz ist ein Doppler, oh nein! Sie liebt ihn und mag er auch Anderling sein. Dort, Hexer, ist das Biest, das ich erwähnt. Töte es rasch, wie bestellt und ersehnt. Nicht doch! Halt ein! Der Mann dort ist mein! Fort mit den Waffen. Ein Doppler ist er? Als ob schon deswegen ein Monster er wäre. Die äußere Gestalt macht das Monster nicht aus, sondern schlechte Moral und ein mickriges Haus. Recht hast du, Hexer. Er schmiedete Ränke, auf dass er nach seinem Bedarfe mich lenke. Der Doppler soll leben, meine Tochter sei sein. Sie liebt, was er ist, darum wird er sie freien. So schließen wir. Und die Moral der Geschichte? Doppler sind keine Monster, drum tötet sie nicht. Der Hexer ist wahrlich ein Dopplerfreund. Doch du, Schurke, bist unser aller Feind. Mann! Kommt her! In den Kerker muss er! Hey, hört ihr, was die Prinzessin sagt? Kommt hoch! Also los, Meister! Rauf da! Rauf auf die Bühne! Werft den Verräter in den Kerker! Keine Angst. Es werden noch alle glücklich bis an ihr Ende leben. Prinzessin und Doppler vermählten sich gleich. Und sogar das Dienerherz wurde dabei weich. Doppler auf den Scheiterhaufen! Verbrennt sie! Schon gut, Kumpel. Das ist doch alles nur Spaß. Eine Komödie. Meine Güte, selbst ein Ghoul könnte den Prinzen spielen. Geralt, du hast mich erkannt. Wie nur? Sei gegrüßt, Dudu. Hab von dem Andenken gehört, das Hurensohn auf deinem Gesicht hinterlassen hat. Dann weißt du alles? Hast du Ciri gesehen? Nein, ich suche sie noch. Geralt, meisterlich, es war toll. Hab seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht. Die Jungs werden's nicht glauben. Sag mir nur eins, du und Rittersporn. Wie habt ihr es geschafft, Reuven, Hurensohn und die Tempelwache auf einmal gegen euch aufzubringen? Das war nicht so geplant. Warum hast du keinen Kontakt zu Priscilla oder den Schauspielern aufgenommen? Ich war bei einigen Vorstellungen, aber ich habe nicht gewagt, mich zu offenbaren. Ich hätte sie vielleicht in Gefahr gebracht. Dann habe ich von dem neuen Schauspiel gehört und dachte, ich könnte irgendwas über Ciri und Rittersporn erfahren. Ciri ist zu Hurensohn zurückgegangen, um dich zu holen. Wie bist du entkommen? Ich bin ihr ja nachgelaufen, aber ich wäre ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Sie hat mich angefleht, dass ich mich verwandle und abhaue. Ich habe Ciri und Rittersporn gesucht, aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich hatte Todesangst und verwandelte mich jeden Tag in jemand anderen. Ich wollte mich sogar in Ciri verwandeln, um ihre Verfolger reinzulegen, aber... Immer langsam, Kumpel. Geralt, wann hast du Cirilla zuletzt gesehen? Ist ein Weilchen her, oder? Ein Weilchen, ja. Bei mir auch. Sie muss ja jetzt erwachsen sein. Dudu, tu uns einen kleinen Gefallen und zeig uns Ciri mal kurz. Geralt? Verwandle dich in sie. Es ist seltsam, wenn ihr mich beide so angafft. Genügt das? Ja, das reicht. Blöde Idee. Du bist doch nicht wütend auf mich, Geralt? Nein. Da bin ich froh. Und Rittersporn? Konntest du ihn finden? Die Hexenjäger haben ihn. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Menge ist tot. Ah, diese Bestie. Gut, dass sie endlich jemand umgebracht hat. Obwohl gewiss jemand den Posten übernimmt, der mindestens genauso übel ist. Da wäre ich nicht so sicher. Vielleicht ist es diesmal jemand Anständiges. Wovon redet er? Wir können Rittersporn befreien. Wir brauchen aber deine Hilfe. Was kann ich tun? Nimm Menges Gestalt an und gib Befehl, Rittersporn nach Ochsenfurt zu verlegen. Wir legen uns in der Schlucht bei dem Weg auf die Lauer und schnappen Rittersporn, wenn der Konvoi vorbeikommt. Halt, nicht so schnell. Wie soll ich Menge denn darstellen? Und wo Rittersporn sitzt, weiß ich auch nicht. Niemand weiß, dass Menge tot ist. Du brauchst keine Entdeckung zu fürchten. Niemand? Außer dir? Hat das irgendwas mit dem Feuer bei den Baracken der Hexenjäger zu tun? Wir waren in der Gegend. Wie schade, dass ich das nicht gesehen habe. Rittersporn wird auf der Tempelinsel gefangen gehalten. Du musst herausfinden, wo genau. Aber was, wenn sie Verdacht schöpfen und Fragen stellen? Ich verwette meine beste Axt, dass niemand den Kommandanten der Tempelwache belästigt. Außerdem bist du ein Doppler und ein Schauspieler. Du kannst bestimmt doppelt so gut improvisieren, wenn du in der Klemme steckst. Wenn's eng wird, gehst du einfach um die Ecke und verwandelst dich in ein vollbusiges Mädel oder eine Dole oder so. Natürlich, so einfach ist das. Danke auch. Hör mal, du schaffst das schon. Menge gilt als vermisst. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Meine Jungs und ich legen uns in der Schlucht auf die Lauer. Geralt stößt dazu und wir warten auf deine Nachricht. Aber wie soll ich euch als Menge kontaktieren? Eine Nachricht schicken, dass der Konvoi aufgebrochen ist? Dir wird schon was einfallen. Du bist doch ein schlaues Kerlchen. Und? Alles klar? Dudu, beweg deinen Hintern zur Tempelinsel. Ich trommle meine Leute zusammen und wir warten auf dich, Geralt. Ja, wir sehen uns in der Schlucht. Wartet! Halt! Moment mal, wie geht's denn danach weiter? Ich soll ja wohl nicht Menge bleiben, wie Chapelle leben und dann und wann einen Ketzer verbrennen, um den Schein zu wahren. Nein, wenn alles vorbei ist, kommst du zum Rosmarin und Thymian, wo wir uns alle treffen. Und uns wie die Iltisse besaufen. Abgemacht? An die Arbeit. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Fürs erste Mal. Nur ein paar kleine Unsicherheiten. Die Vorstellung im Allgemeinen. Was denkst du darüber? Ich bezweifle, dass das Publikum alles verstanden hat, aber das war auch nicht zu erwarten. Ich bin sehr froh, dass die Lunden die Nachricht verbreitet haben. Das war ein großes Publikum. Wie schade, dass Maxim auch noch betrunken auf die Bühne kam. Einige Zuschauer haben mir Geld zurückverlangt. Bitte sehr. Deine Gage. Ich muss zugeben, dein Schauspiel ist sehr minimalistisch. Hast du irgendwo studiert? In Kaer Morhen. Minimaler Ausdruck bedeutet maximale Wirkung. Danke für die Bezahlung. Bis dann. Dann ist wohl alles bereit. Ja, sobald wir sie sehen, blockieren wir den Weg. Zur Not gegen eine ganze Einheit. Wobei, du weißt ja, dass ich den Plan toll finde und immer gerne helfe. Und ich habe gewiss nichts dagegen, ein paar Heuchlern den Schädel einzuschlagen. Aber wenn wir nun schon einen Doppler haben, warum lässt er nicht einfach Rittersporn frei und fertig? Zu verdächtig. Überleg mal. Menge verschwindet, taucht mit einer Narbe im Gesicht wieder auf und lässt Rittersporn frei? Tja, ich schätze, du hast recht. Priscilla? Was machst du denn hier? Ein Kind hat eine Nachricht von Dudu gebracht. Der Konvoi bricht bei Tagesanbruch auf. Darf ich hier bleiben? Ich kann nicht länger zu Hause sitzen und mich um Rittersporn sorgen. Keine Bange, meine Liebe. Du kriegst den schönen Mann zurück. Komplett mit seinem guten... verdammt, wenn Damen in der Nähe sind, muss man echt auf seine Reime achten. Geh in die Stadt zurück. Bitte. Ich störe auch nicht. Ach, Geralt, nun lass sie doch. Schau sie an, ganz verheult. Wie mein Pfiffi, als er Verstopfung hatte. Na gut, sie kann bleiben. Unter einer Bedingung. Ich weiß. Sobald der Kampf beginnt, halte ich Abstand. Noch ist ja nichts los. Und es könnte auch noch eine Weile dauern. Also, wie wär's mit einer Partie Gwent? Mir ist gerade nicht danach. Spielt doch ihr beide. Hm, gut. Du kennst die Grundlagen, das steht fest. Jetzt können wir richtig spielen. Sie kommen! Da kommen sie! Priscilla, bleib hier. Rittersporn. Verdammt. Geralt, ihm nach! Überlassen wir uns! Na komm schon. Vorsicht! Da sind noch drei Arschgesichter! Verdammt, hab ihn verloren. Ich muss nach Spuren suchen. Einer dieser Jäger ist in die Hütte geplatzt und hat uns rausgeworfen, bevor wir irgendwas sagen konnten. Hatte er noch einen Mann dabei? Groß und dunkelhaarig? Ja, permanent am Faseln. Rittersporn. Der Jäger hat sich also verbarrikadiert. Gibt's noch einen Zugang? Den gibt es in der Tat. Wo ist dieser andere Zugang? Bist du etwa neugierig? Das ist ein ganz normaler Tunnel, ein Fluchtweg, falls es Probleme gibt. Wir lassen da keine Fremden rein, geschweige denn zeigen wir ihnen den Tunnel. Und da... sei still! Wollt ihr den Jäger loswerden oder nicht? Ehrlich? Wir wollen euch alle loswerden. Aber er wäre ein guter Anfang. Hier, der Schlüssel. Die Kellertür ist hinten. Geralt, musst du immer alles versauen? Ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Ah, wie gut, dich zu sehen, mein Freund. Warst ja eine Weile nicht in Novigrad. Was? Komm mit, reden wir draußen. Priscilla, was machst du denn hier? Geht's dir gut? Ich war krank vor Sorge. Rittersporn, du Gauner. Das hast du dem Mädel zu verdanken, dass wir dir nachsteigen. Sie hat keine Ruhe gegeben. Schade, dass du verpasst hast, wie wir den Jäger erledigt haben. Ich hatte einen perfekten Plan, aber dann kam Geralt. Rittersporn, ich muss dich was fragen. Es ist wichtig, also konzentrier dich. Wo ist Ciri? Ciri? Ich dachte, da du hier bist... Hast du sie nicht gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß, dass du ihr helfen wolltest. Aber ich verstehe nicht ganz, warum du ausgerechnet zu Hurensohn Junior gegangen bist. Mir ist sonst niemand eingefallen. Mit mehr Zeit hätte ich vielleicht anders entschieden. Aber Ciri meinte, die wilde Jagd sei ihr auf den Fersen. Hurensohn schien vergleichsweise harmlos. Es ist was schiefgelaufen. Dann weißt du schon alles? Du bist doch wohl nicht sauer. Mein Plan war perfekt. Theoretisch jedenfalls. Wie hätte ich wissen können, dass Menge hinter Dudu her war? Ich habe genug von deinem Plan gehört. Jetzt muss ich wissen, was mit Ciri geschehen ist. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Wir waren auf der Tempelinsel und sind vor Hurensohns Männern weggelaufen. Aktivschlampe! Dafür müsst ihr bezahlen! Reißt euch zusammen, Jungs! hier! Es muss sein! Wir sind fast da! Mama! Sie wollen zum Platz! Hierher! Wache! Wache! Rittersporn! Was für ein Abenteuer. Eben noch ziehen wir den Raub des Jahrhunderts durch und nun sind wir Beute. Ja, eine großartige Geschichte. Aber ich habe genug von dieser Prahlerei. Komm, Sultan, wir müssen die Halblinge überzeugen, dass sie nichts gesehen haben. Das ist Material für einen ganzen Balladenband. Der wird weggehen wie warme Semmeln. Ist das alles, was dich kümmert? Die Balladen, die dabei rausspringen? Dein Ego nimmt wohl Überhand. Du wirst im Alter immer selbstsüchtiger. Worum geht's hier eigentlich? Um Ciri. Warum soll ich mir denn um Ciri Sorgen machen? Weißt du denn nicht, wie sie kämpft? Das Mädel kann auf sich aufpassen, glaub mir. Außerdem muss sie ja wegen dieses Kästchens wiederkommen. Das Ding, mit dem alles angefangen hat. Das hier? Das hast du von Hurensohn? Oh... Da wird Ciri aber froh sein. Aber Hurensohn ist bestimmt außer sich. Hurensohn ist tot. Oh, Zorn ist dir wohl auch nicht fremd. Naja, ich kann nicht behaupten, dass mich sein jähes Ableben bekümmert. Er hatte es so sehr verdient wie seinen unvorteilhaften Spitznamen. Was ist mit unserem alten Freund Siggi Reuven? Hast du den auch schon besucht? Dem geht's gut. Ach, das ist schlecht. Dürfte ziemlich sauer auf mich sein. Hat Ciri dir mal gesagt, was das ist? Oder wieso sie damit zu Hurensohn gegangen ist? Sie ist zu Hurensohn gegangen, weil ich sie hingebracht habe. Ich hätte wissen müssen, dass das deine Idee war. Was? Ihr magisches Dingsbums war kaputt. Hurensohn hatte Kontakt zu den Magiern, die es reparieren konnten. Außerdem brauchte sie Hilfe beim Entziffern eines Fluchs. Dessen Beschwörung. Warum hat Ciri sich für diesen Fluch interessiert? Wollte sie ihn wirken oder brechen? Hat sie das gesagt? Sie wollte überhaupt nicht drüber reden. Und ich wollte nicht neugierig sein. Das eine Mal, wo es nützlich gewesen wäre. Aber ich bin mir fast sicher, dass sie ihn brechen wollte. Bei wem? Oder bei was? Oder bei sich selbst? Nein, ich glaube nicht. Ich meine, sie sah nicht verflucht aus. Aber sie hatte es ganz schön eilig. Weißt du noch mehr über den Fluch? Etwas Bestimmtes? Ein Detail? Irgendwas? Also, ich weiß die Worte. Nicht dein Ernst? Doch, es war elfisch. Ciri hat den Spruch ständig wiederholt. Sie wollte ihn sich wohl einprägen. Er ging so. Vafail Elaine, Ketmil Folie, Gledif Dorn Eptenate, Bundro Itne Iakus. Das sagt mir nichts. Mir noch weniger. Mist, das reicht einfach nicht. Hat Ciri sonst noch was gesagt? Sie hat gar nicht viel gesagt, um ehrlich zu sein. Geralt, sie ist nicht mehr das kleine Mädchen, das durch Kaer Morhen rannte. Sicher ist sie immer noch impulsiv und lebendig, aber auch stur und launisch. Der Apfel ist nicht weit gefallen, sag ich dir. Ah ja. Sie ist mir wieder entglitten. Ich war so dicht dran. Sie kam aus Velen hierher. Offenbar hat ihr da jemand geholfen. Vielleicht ist sie zurückgegangen. Das bezweifle ich. Ich habe dort mit dem Baron gesprochen. Er hat Ciri geholfen. Er sagte, sie seien nach Novigrad geritten, um Yen und mich zu suchen. Und Yen ist in Skellige, um nach Spuren von Ciri zu suchen. Also? Skellige? Skellige. Ihr beiden habt jetzt genug geplappert. Jetzt will ich mich endlich mit Rittersporn unterhalten. Und wenn du fertig bist, bin ich dran. Wir sollten zum Rosmarin und Thymian zurückkehren. Tja, ich hatte für heute wirklich genügend Aufregung. Ein saftiger Braten und ein weiches Bett mit flauschigen Kissen. Das habe ich mir heute verdient. Wir haben uns doch ewig nicht gesehen und gesprochen. Kommst du vorbei, wenn du in der Gegend bist? Ganz sicher. Und zwar schon sehr bald. Ich nehme dich beim Wort, Geralt. Bis bald. Und nochmal vielen Dank für heute. Hexer können nicht die Pocken kriegen, oder? Das hat unserer Truppe noch gefehlt. Noch einen Streich und links 2. Und dein Kommandant? Das schwarze Geschmei. Nachgestoßen und links 2. Abschauers Hilfgar bezahlt den Preis. Wenn das alles vorbei ist, mache ich in Wysima ein Bordell auf. Geralt von Riva. Gesund und munter. Du erwähntest ein Problem. Mhm. Ves. Sie hat mit ein paar Männern den Fluss überquert und will bei Maulbeertal die Schwarzen überfallen. So? Klingt wie etwas, das Partisanen tun würden. Die handeln auf Befehl. Ich hatte Ves aber verboten, das Lager zu verlassen. Unbefristet. Vertraust du Ves nicht mehr? Quatsch. Sie würde für mich sterben. Das ist nicht das Problem. Kennst du den Unterschied zwischen einem Soldaten und einem gewöhnlichen Haudegen? Die Uniform? Das war eine ernste Frage. Nein, eine rhetorische. Also warte nicht auf die Antwort, sondern erleuchte mich einfach. Soldaten denken taktisch. Sie wissen, wann man zuschlägt oder sich zurückzieht, wann man anstürmt und wann man verteidigt. Ves ist nicht gut darin. Sie ist impulsiv und hitzköpfig. Im Partisanenkrieg kann aber ein falscher Schritt den Tod bedeuten. Ich habe ihr befohlen, im Lager zu bleiben, weil ich fürchtete, dass sie draußen wild wird und Fehler macht. Und ich hatte recht damit. Warum Maulbeertal? Was wollte Ves denn da? Die Bauern aus dem Dorf haben uns geholfen. Das haben die Nilfgaarder erfahren. Angeblich ist eine Strafexpedition geplant. Vermutlich werden sie jeden 5. Dörfler hängen. Dann kann ich Ves verstehen, wenn sie die Dörfler retten will. Dich aber nicht, wenn du was dagegen hast. Krieg bedeutet Tod. Nicht nur für Soldaten, auch für Zivilisten. Man kann nicht alle retten. So einfach ist das. Seltsam. Ich habe dich für einen Idealisten gehalten. Das war ich auch und bin es noch. Aber mein Ideal ist ein freies Temerien. Dafür würde ich alles opfern. Also lautet das Problem Ungehorsam. Was soll ich da machen? Ich bezweifle, dass Ves im Dorf ist. Wahrscheinlich lauert sie mit den Männern im Wald nebenan. Wir müssen sie finden und aufhalten, bevor sie zuschlägt. Du bist ein guter Fährtenleser. Hilf mir. Du kannst auf mich zählen. Danke, Geralt. Du hast was gut bei mir. Treffen wir uns in Velen beim Galgenhügel. Von da aus ist es nur ein Steinwurf bis Maulbeertal. Da unten ist das Dorf. Schon schwarz von Nilfgaardern. Sie bereiten Exekutionen vor. Von Ves keine Spur. Sie mag ungestüm sein, aber dumm ist sie nicht. Sie wartet auf ihren Moment. Vielleicht greift sie in der Dämmerung an, wenn... Psst. Was denn? 3 Leute, leichte Ausrüstung, schleichen ran. Da drüben bleiben. Tot den Schwarzen! Edme! Zürcher! Sieht aus, als kämen wir zu spät. Komm mit. Nochmal, Ves, bist du völlig übergeschnappt. Du ignorierst meine Befehle, gehst auf eine Selbstmordmission und rennst auch noch ohne Brustplatte in den Kampf, mit offenem Hemd und entblößtem Bauch. Du bist nicht mein Vater, Roche. Du hast kein Recht, mir zu sagen, was ich anziehen soll. Ich bin dein Kommandant und du gehorchst. Partisanenkrieg. Krieg! Dazu braucht man Armeen, verdammte Scheiße! Ich konnte sie nicht im Stich lassen. Sie haben uns geholfen. Soldaten töten, Ves. Sie retten nicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann geh zu den Schwestern der Militele und werd Heilerin. Verfickt nochmal. Gib mir deine Waffe. Du kriegst sie zurück, wenn du wieder bei Verstand bist. Solltest du das jemals wieder sein. Raus! Noch einer. Du hast meine Waffe, Roche. Also muss ich's mit bloßen Händen tun. Lass ihn. Hier gibt es genug Leichen. Was? Du hast mich gehört. Ja, und ich kann es nicht glauben. Er kam her, um Zivilisten zu ermorden. Er hat uns gesehen. Soll er in sein Lager zurückkehren und davon berichten? Hier weiß, dass wir seine Männer töten können. Er soll erfahren, dass wir auch Gnade zeigen können. Roche hat recht. Außerdem ist er wehrlos. Was ist mit dir, Roche? Hat der Hexer dir die Eier geklaut? Das sind Sadisten. Er ist der Besatzer. Ich erkläre es später. Du, Nilfgaarder, verpiss dich. Moranteng. Nee, es der Madava. Geh, bevor ich es mir anders überlege. Wir sollten verschwinden, ehe eine Patrouille kommt. Danke, Geralt. Wenn du mal Hilfe brauchst, weißt du, wo du mich findest. Weißer Wolf, willkommen in der Passiflora. Oh, kein Zeichen des Wiedererkennens in deinen Augen. Sei gegrüßt, Keine Sorge, ich habe mich seit dem letzten Mal sicher sehr verändert. Und das war... Ach, vor ewigen Zeiten. Du und Meister Rittersporn seid mit zwei Halblingen aufgetaucht. Einfach zum Brüllen, die kleinen Typen. Wir erinnern uns bis heute an diesen Abend. Ja, tut mir leid, ich bin hier, um... Sprich leise. Ich weiß genau, warum du hier bist. Sie warten. Bitte hier entlang. Hier entlang, nach oben. Warte, das war's noch nicht. Es heißt, sie sei gar nicht seine Tochter. Völlig unmöglich. Hexer Geralt? Da hoch. Der Boss wartet schon. Geralt, da bist du ja. Gut. Du hättest einen einsameren Ort für die Planung eines Mordanschlags aussuchen können. Alle denken drüber nach und viele würden es tun. Wir brauchen keine Angst zu haben. Außerdem hat dieser Ort eine gewisse Tradition. Ist vielleicht sogar legendär. Falka hat hier ihren Aufstand geplant. Und auch König Fridanks Ermordung. Vergleichst du dich etwa mit Falka? Soweit ich mich erinnere, gibt es in Redanien kaum jemanden mit einem blutigeren Ruf. Ihre Rebellion hat den Lauf der Geschichte verändert. Das haben wir gemeinsam. Was das Blutvergießen angeht, wollen wir nur Radovid tot sehen. Es freut mich, dass du mitmachst. Ich war mir nicht sicher, ob du auftauchen würdest. Ich habe über deine Worte nachgedacht. Dass Triss und Yen nicht sicher sind, solange Radovid lebt. Das kannst du glauben. Nun, ich bin froh, dass wir uns verstehen. Und nun zur eigentlichen Sache. Meinen Mitstreiter dürftest du bereits kennen. Roche, du hier? Ehemalige Spione. Wir haben einen Verein gegründet. Du hast mal einen König beschützt. Willst du jetzt einen anderen ermorden? Ich bin nicht stolz darauf, aber in meinen Augen gibt es keine andere Lösung. Radovid hat zu oft nur seine eigenen Interessen durchgesetzt. Als Kedwen um Hilfe bat, ist er einmarschiert. Als ich ihn darum bat, Wysima zu helfen, hat er mich wieder fortgeschickt. Der Krieg ist beinahe vorüber. Die Entscheidung naht. Wir müssen schnell handeln. Ich mache mir nichts vor. Nur ein toter Radovid bedeutet ein freies Temerien. Wie soll das gehen? Radovid ist doch Temeriens Verbündeter. Nur solange meine Kämpfer tun, was er verlangt, seine Truppen zu unterstützen. Wenn er den Krieg gewinnt, wird er die ehemaligen Grenzen ignorieren. Er wird sie nicht wiederherstellen. Er träumt von einem Reich des Nordens. Solange er lebt, wird es kein freies Temerien geben. Aber wir wollen dich nicht mit politischem Geschwätz langweilen. Radovid ist eine Bedrohung für Triss und Yennefer. Vergiss das nicht. Das sollte deine größte Sorge sein. Na gut, was willst du von mir? Einer unserer Leute hat sich mit einem Informanten getroffen. Er ist nicht zurückgekehrt, aber der Plan hängt davon ab, was er in Erfahrung bringen konnte. Wir müssen ihn finden. Und du bist der beste Spürhund weit und breit. Spürhund, hm? So, so. Kannst du mir noch mehr sagen, wo dieser Mann zuletzt gesehen wurde, zum Beispiel? Er gibt sich als fahrender Schuster aus. Er sollte den Ponta überqueren. Das hat er wohl beim redanischen Grenzposten getan. Wir haben einen Mann dort, der sicher mehr weiß. Er nennt sich Gregor. Ihr habt einen redanischen Soldaten in eure Pläne zur Ermordung des redanischen Königs eingeweiht? Siehst du, es gibt sogar Redanier, die mit Radowitz Politik nicht einverstanden sind. Und wenn einfache Soldaten merken, dass etwas nicht stimmt, dann ist es Zeit zu handeln. Gut, ich rede mit Gregor. Danke. Und lenk nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich, wenn's geht. Denk daran, dieser Einsatz entscheidet die Zukunft. Die Zukunft Temeriens und des Nordens. Ich weiß, ich versuch's nicht zu vermasseln. Bis dann. Wir zählen auf dich, Geralt. Ich suche Gregor. Du hast ihn gefunden. Wer bist du? Geralt von Riva. Dijkstra schickt mich. Ich habe dich erwartet. Gehen wir eine Runde. Du hast deinen Wachposten aber hübsch dekoriert. Auf Befehl unseres barmherzigen und gnädigen Herrschers, des guten Königs. Was haben Sie verbrochen? Der Rechte ist ein Weideler aus einem Dorf in der Nähe. Hat jemandem den falschen Rat gegeben. Die Freunde des Mannes haben ihn verraten. Und der Links wurde von seinem Nachbarn in dessen Groll der Hexerei bezichtigt. Nur Menschen, die sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Nicht Radovids Fehler. Und wer macht die Gesetze, durch die Leute für solche Verbrechen gehängt werden? Du scheinst keinen Respekt mehr vor dem König zu haben. Warum dienst du ihm dann? Was soll ich denn machen? Ich bin ein Redanier. Ich desertiere doch nicht. Außerdem bin ich schon seit Wisimir in der Armee. Er war ein guter König, weise und gerecht. Radovid ist anders. Er hat nur Krieg im Kopf. Und ich will nicht, dass Redanien auch so aussieht. Reden wir. Ich nehme an, du weißt, warum ich hier bin? Es geht wohl um unseren Freund, den Schuster. Er ist auf dem Weg nach draußen hier durchgekommen, ist noch nicht wieder zurück. Gestern hat eine Patrouille einen verlassenen Karren abseits der Straße gesehen. Ich wollte nachsehen, ob es seiner ist, aber ich konnte hier nicht weg. Danke. Darauf lässt sich aufbauen. Leb wohl. Warte. Hast du einen Passierschein? Ohne kommst du nicht wieder zurück. Ja, ich habe einen. Gut. Viel Glück. Danke. Der Karren sieht intakt aus. Seltsam. Ich muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja was. Kampfspuren. Jemand wurde niedergeschlagen und davongeschleift. Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Wo sein Träger wohl ist? Hallo. Weg, Hexer, du. Schuhe sammel ich. Das sehe ich. Ich frag mich nur, woher diese Schuhe stammen. Schuhe hier wachsen, wie Pilze. Schuhe wachsen nicht auf dem Boden. Weißt du, wer sie hier zurückgelassen hat? Rock nicht reden, sonst Ärger mit Ock und Pock. Ock und Pock. Sind das deine Freunde? Findergroße Ock und Pock. Menschenfinder auf Karren mit Großschuhen. So groß. Was haben sie mit diesen Menschen gemacht? Ock, Pock, Mann zur Höhle bringen. Dort. Habt ihr ihn gefressen? Nein. Knochenmann, Dünnmann. Bäh. Ock sagen, Mann Schuhe machen. Für Ock, Pock und Rock. Schuhe machen. Brauchst du überhaupt Schuhe? Schuhe an Menschen. Schuhe wollen Ock, Pock und Rock. Große Trolle sein, wie Menschen. Bis dann. Ich hätte es wissen müssen. Geralt? Mensch, das ist ja eine verdammte Ewigkeit her. Wir sollen! Ganz ruhig, Ock. Dieser Mistkerl ist ein alter Freund von mir. Freund, Alter, gehen! Sonst wir werfen in Suppe! Ich wäre wirklich nur ein zäher Biss. Das stimmt. Seht ihn euch an, den verdammten Bastard. Nichts als Haut und Knochen. Nun, liebe Trolle, muss ich weiterreisen. Ihr übt, was ich euch beigebracht habe. Nächstes Mal gibt's eine Scheißprüfung. Thaler nicht gehen, Thaler sitzen. Arsch runter, Thaler Schwanz und Schuhe machen. Wie ich sehe, seid ihr Freunde geworden. Aber Thaler muss mit mir mitkommen. Verdammt, Thaler nicht gehen, Thaler Schuhe machen. Aber ich brauche ihn. Thaler hier bleiben. Du Schuhe haben. Ock Schuhe nicht haben. Rock nicht haben. Pock nicht haben. Thaler Schuhe machen. Thaler los! Immer mit der Ruhe. Thaler kommt ja wieder zurück. Er muss mit mir gehen, um Leder für eure Schuhe zu holen. Hä? Hört auf Geralt. Er sagt die verfluchte Wahrheit. Hä? Seht euch eure Füße an. Die sind scheiß riesig. Ich brauche ein verdammtes Lederbündel, um eure Schuhe zu machen. Verstanden? Ich und Geralt, wir holen das verdammte Leder. Dann kommen wir zurück und machen eure vermaledeiten Schuhe. Schuhe Pock 4 und Rock 4? 2 Paar für jeden von euch Arschgesichtern. Thaler gehen, aber zurückkommen muss. Ich wusste, dass ihr Saftsäcke gute Kumpels seid. Bleibt hier, bin bald wieder da. Bist du nur auf der Durchreise oder hat jemand dich beauftragt, mich zu suchen? Roche und Dijkstra. Ah, dann haben sie mich nicht vergessen. Das ist schön. Ich bin dankbar, dass du gekommen bist, Geralt. Dir muss im Augenblick ziemlich viel im Kopf rumgehen. So viele Monster zu töten. Ich habe gehört, dass ihr drei auch eins töten wollt. Das haben sie dir erzählt? Witzbolde. So ähnlich, aber sie haben keine Einzelheiten verraten. Vielleicht machst du das, als Zeichen deiner Dankbarkeit? Tut mir leid, Kumpel. Wenn sie nichts verraten haben, werde ich ebenfalls schweigen. Von mir aus. Wie bist du überhaupt hier draußen gelandet? Das Land ist jetzt von Nilfgaard besetzt. Willst du etwa sagen, die Schwarzen hätten keinen Bedarf an Schustern? Die haben sicher eigene dabei. Nur Volltrottel, wie ich das sehe. Anfänger in Uniform. Und einen besseren Schuster als Thaler findest du nirgends im Norden. Ja, genau. Glaubst du mir nicht? Du bist ein Spion und du arbeitest jetzt mit Roche und Dijkstra zusammen. Du bist wohl kaum hier draußen unterwegs, um nilfgaardische Stiefel zu flicken. Ah, du hast also nachgedacht. Ich geb's zu. Ich gebe mich nur als Schuster aus. Wer interessiert sich schon für Schuster? Niemand. Man sitzt da, macht seine Arbeit, hämmert auf der Sohle herum und die Leute reden. Meistens nur Müll. Aber manchmal ist auch was Interessantes dabei. Zum Beispiel? Mehr sag ich dazu nicht. Danke nochmal, Geralt. Ich komme ab jetzt alleine klar. Und ich werde Roche und Dijkstra berichten, wie du Ock und seine Freunde erledigt hast. Sie werden bestimmt so beeindruckt sein, dass sie sich in die Hosen scheißen. Du warst Hehler in Wysima. Wie bist du zum Schuster geworden? Ich habe mir den unauffälligsten Beruf ausgesucht. Die Hehler-Sache, miese Tarnung. Hab zu viele Leute verärgert. Die Aufmerksamkeit konnte ich nicht brauchen. Dann wollte ich Schankwirt werden. Da trifft man viele Leute, die meisten davon Idioten, aber die reden über alles Mögliche. Aber man hängt an einem Ort fest, wie ein alter Köter an der Kette. Immer im selben Hof. Aber ein Schuster kommt rum, ja? Davon kannst du ausgehen. Hab sogar diesen schicken, rollenden Stand gebaut. Sehr schick. Ein Volltreffer. Ich habe damit ein kleines Vermögen gemacht, seit der Krieg angefangen hat. Diese Arschlöcher in Uniform marschieren ohne Unterlass. Weißt du, was passiert, wenn sich ihre Scheißstiefel auflösen? Ihre Füße bluten und werfen Blasen. Kein Soldat, der nicht seine Mutter für ein paar bequeme Kampfstiefel verkaufen würde. Und was hast du jetzt vor? Wie meinst du das? Zurück nach Novigrad gehen. Dijkstra, Roche und ich müssen unseren Plan in die Tat umsetzen. Ich frage nochmal. Einzelheiten? Vergib mir, Kumpel. Es geht einfach nicht. Wenn's nur nach mir ginge, würde ich alles ausspucken. Du bist vertrauenswürdiger als alle, die ich sonst kenne. Aber ich handle nicht allein. Darum darf ich keine einseitigen Entscheidungen treffen. Mein Mund bleibt zu. Leider. Na gut, verstehe. Bis dann, Thaler. Und viel Glück. Oh, das kann ich brauchen. Radovid ist ein gewiefter Hund. Aber wir finden schon einen Weg. Bald wird der ganze scheiß Norden davon reden, wie er gefickt wurde. Passt auf, dass er nicht auch über drei Attentäter spricht, die gevierteilt wurden. Keine Angst, Geralt. Wir wissen, was wir tun. Leb wohl!